Und herzlich willkommen zu einer weiteren Train Controller Tutorial Folge für die Version 10 und dem Thema Betriebsstellen. Heute wiederholen wir ein bisschen was aus Version 9, denn es gab schon die zwei Betriebsstellen, nämlich Booster und Bahnhof in Version 9. Die sind allerdings jetzt in Version 10 nochmal an ja, eine andere Stelle gerückt, jedenfalls von der Menüführung her. Und wir schauen es uns einfach nochmal zur Wiederholung an. Es schadet nie und was man mit diesen Betriebsstellen alles machen kann. Viel Vergnügen! Tja, aus Version 9 kennen wir sie zwar schon, aber sie sind jetzt in Version 10 unter die Betriebsstellen gerutscht. Und zwar die Booster. Und wenn ich hier eine Betriebsstelle, neuer Booster anlege, dann kann ich hier eben über wieder im Blockplan das Auswahlelement sagen, welche Blöcke gehören zum Beispiel hier zu diesem Booster Nummer 1. Wenn ich mehr Booster habe, dann kann ich natürlich hier den gesamten Blockplan unterteilen und sagen, welche Blöcke gehören zu welchen Boostern. Was ich damit machen kann, haben wir zwar schon in einem Video zur Version 9 gezeigt, aber wir können es hier nochmal kurz wiederholen. Wenn ich Booster habe, die über Rückmeldefähigkeiten verfügen, kann ich zum Beispiel auslesen, ähm, hier an den Blöcken, ob der Booster zum Beispiel zu warm wird oder ob er äh, zu viel momentan ähm, Energie liefern muss, weil zu viele Züge oder zu viele Waggons mit Beleuchtung über die Strecke fahren. Ähm, ich kann aber auch zum Beispiel im simpelsten Fall auslesen, ähm, hat der Booster einen Kurzschluss oder ist er betriebsbereit? Denn wenn hier dann ein Kurzschluss drauf ist, dann werden diese Blöcke eben, wenn ich das mag, sofort gesperrt und äh, habe dann an dieser Stelle an der Anlage äh, keinen Fahrbetrieb. Und wenn die Anlage geschickt gebaut ist, kann ich dann die Züge über andere Strecken äh, zum Beispiel dann weiterschicken. Das alles äh, kann ich einstellen in dem Booster im Editiermodus über Eigenschaften. Und dann bekomme ich hier erstmal unter Allgemein kann ich dem Booster einen Namen vergeben, damit ich ihm auch irgendwie zuordnen kann. Und unter Anschluss kann ich hier ähm, einstellen, ähm, ob ich dem Booster zum Beispiel Schaltbefehle übertragen kann, wie zum Beispiel An oder Aus. Ähm, und den jeweiligen Zustand kann ich dann auch hier hinterlegen, wenn ich zum Beispiel die Booster über die bei uns ESU-Ecos. Äh, über eine DCC-Adresse anspreche, dann kann ich es sagen, zum Beispiel auf der fiktiven Adresse 1 ist der Schaltbefehl auf Grün für an und äh, Rot auf Adresse 1 für aus. Dann könnte ich hierüber jetzt schon mal die Booster an- und ausschalten. Und ich könnte sagen, der Booster hängt bei mir an einem Rückmeldebus, ähm, zum Beispiel auch an einem fiktiven Ecos. S88-Modul und sage die Adresse 1, Eingang 1, ähm, würde, wenn er auf 1 ist, heißen, der Zustand vom Booster ist auf 1. Und wenn das hier auf aus ist, dann ist der Booster aus. Manche Booster können auch übers Loconet zum Beispiel noch eine Warnung ausgeben oder einen Fehler signalisieren und melden. Dann kann ich das hier eben auch. Äh, über Rückmeldungen ähm, sichtbar machen. Wir beschränken uns mal auf Ein- und Aus und dann gehen wir hier in die Regeln, denn jetzt ist genau das zu hinterlegen, was soll denn dann der Booster eigentlich tun oder was soll die Software tun, wenn der Booster solche Warnungen meldet bzw. solche Zustände meldet. Das Erste, was ich eintragen soll, ist Aus. Wir erinnern uns am Anschluss, habe ich hier den Zustand äh, definiert. Also was passiert, wenn dieser Zustand aus eintritt? Ähm, dann sollen die Züge zum Beispiel einfrieren. Züge und Zugfahrten kann man stoppen lassen. Man kann alle Ausfahrten sperren, alle Einfahrten sperren. Das also in diesem Boosterbereich, wo ich einen Booster, warum auch immer ausgeschaltet habe über die Software, dass dort zum Beispiel dann kein Zug mehr einfährt. Die Fehlerhandlung ist ein bisschen ähm, weitläufiger. Das wäre zum Beispiel, wenn der Booster mir einen Zustand Fehler schickt, den ich jetzt hier zum Beispiel nicht abfrage, den man aber durchaus abfragen kann. Auch hier ist wieder genau das Gleiche. Ich kann Züge einfrieren, Züge und Zugfahrten stoppen, Ausfahrtsperren, Einfahrtsperren oder den Booster dann sogar ausschalten. Bei Warnungen habe ich genau das Gleiche zur Verfügung. Und hier kann ich noch Schwellenwerte eingeben. Wann soll zum Beispiel ein Fehler ausgewertet werden? Beziehungsweise wann soll ein Fehler ausgegeben werden? Das kann ich auch softwareseitig machen, wenn ich sage zum Beispiel, wie viel fahrende Züge, wie ich vorher schon gesagt habe, sollen in einem Bereich, in, einem, in einer Betriebsstelle Booster für einen Booster unterwegs sein, dass dann ein Fehler ausgegeben wird. Oder wie viel Züge, wie viel Strom oder wie soll die Temperatur vom Booster sein. Das gleiche habe ich nochmal über Warnungen. Das kann ich aber nur mit Boostern machen, die dies auch unterstützen. Unsere ähm, LDT Litwinski DB4 Booster zum Beispiel tun das nicht. Da habe ich wie eingestellt auch tatsächlich nur die Möglichkeit zu sagen, wie ist der Zustand vom Booster an und aus. Und das ist schon eine. Äh, segensreiche Sache, wenn man das zumindest abfragen kann. Ja, und bei den Auslösern kann ich noch für die einzelnen betreffenden Zustände auch Auslöser noch hinterlegen, die über die Regeln darüber hinausgehen und kann auch zum Beispiel über einen Knopfdruck auslösen, dass zum Beispiel ein Boosterbereich in Störung geht. Dass das Ganze greift, kann ich hier bei den Bedingungen mir noch was hinterlegen, wann soll dies alles tatsächlich überhaupt auch greifen und ich habe noch die Möglichkeit bei auslösende Zustände auch Systemoperationen auszuwählen. Und wie immer kann ich am Schluss auch noch hier einen Kommentar eintragen. Ja, mehr ist dazu gar nicht zu sagen, mehr ist dazu auch gar nicht zu tun. Das ist also die Betriebsstelle Booster, die in einer großen Modellbahnanlage zum Beispiel mit vielen, vielen Boostern äh, einen guten Überblick über die Geräte liefert. Doch eins kann man vielleicht noch aber zeigen. Äh, nein, wir wollen gerade nichts, keine Zugfahrt starten. Ich kann natürlich hier über die Betriebsstelle an sich sowie auch bei Version 9 den Booster auch hierüber ein- und ausschalten. Das kann ich tatsächlich äh, tun. Und das wird mir dann auch über eine Aktion dann angezeigt. Das hier unten sehen wir zum Beispiel schon mal, das was ähm, grün war, wird dann grau. Und wenn es an ist, wird wieder grün. Und auch der Booster an sich hier wird dann ausgegraut, wenn er dann eben ausfällt. Also da habe ich noch die Möglichkeit, auf die Betriebsstelle Booster Einfluss zu nehmen. Das war es jetzt aber wirklich. Mehr ist nicht dazu zu sagen. Vielen Dank fürs Interesse und auf Wiedersehen.